Ich bin der Abo-Champion. Falls ihr auch Abo-Champion werden wollt. Ich bin auch da. Dann abonniert gerne diesen Channel. Jetzt! Es geht wieder los. Was haben wir heute vorbereitet? Nichts. Wir stehen hier einfach nur 10 Minuten lang. Wir wollten hier einfach nur... 10 Minuten lang. Professionell gestreckt. Das hier ist die neue Bean Boozled Challenge. Meine werten Damen und Herren, es gibt hier viele verschiedene Bohnen. Die könnt ihr hier an diesem Temperaturmessgerät hier erkennen. Und zwar an diesem Celsius-Stab. Da haben wir die Bohnen, wie ihr seht, ausgeschwärzt. Das liegt daran, weil wir nämlich jetzt immer zwei... Alle Bohnen sind schwarz. Nein, wir bekommen alle Bohnen jetzt gleichfarbig sortiert. Und eine von den Bohnen ist scharf und eine ist süß. Kalt oder warm? Lars hat schon ein bisschen Angst, deswegen ist der heute so aufgedreht. Wir fangen jetzt erstmal mit der kleinsten Temperaturstufe an und arbeiten uns hoch bis zur allerschärfsten Bohne. Ich bin jetzt die allerschärfste Bohne. Ah, let's go. Das ist schon wieder so gefährlich mit diesen Tellern. Ich nehme den roten. Warte mal, warte mal. Also, wo ist unsere Milch? Frische Milch voll. Okay, goodie. Das ist nur für den absoluten Notfall, okay? Warum hast du es dann hierher geholt? Damit es für den absoluten Notfall da ist. Du nimmst blau und ich nehme rot. Das ist wahrscheinlich wieder so ein tricky Ding, dass blau eigentlich übelst scharf ist und rot ist nicht scharf oder sowas. Die sehen halt genau gleich aus. Die ist einfach orange und die ist auch orange. Traust du dir, das ins Auge zu legen? Nee, immer noch gar keinen Fall. Ich halte meine in der Hand und ich glaube, die kribbelt schon auf der Haut. Meine auch, glaube ich. Kribbelt egal. Bist du ready? Ich habe Angst. Ich habe wirklich, wirklich Angst. Also entweder es ist super scharf oder es ist für sich. Oder es ist normal, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Also ich glaube, das, was ich habe, ist, glaube ich, Sriracha oder sowas. Es ist schon extrem scharf, aber es ist noch okay. Oder es ist Habanero oder sowas. Alter. Meine war geil. War das die erste Stufe? Ja. Ich glaube, das kann witzig werden, das Video. Wenn das die erste Stufe war, dann lass doch mal. Aber es geht schnell weg. Schon wieder weg? Mhm. Was hattest du für den Geschmack überhaupt? Keine Ahnung, ich glaube so Erdbeer-Faces, Nächste Stufe. Yeah. Also wir kriegen jetzt die zweiten Bohnen serviert. Oh mein Gott, die sind grün. Die sind grün? Die sind grün. Die sind grün. Also, als ich gerade eben die Sriracha gegessen habe, habe ich bemerkt, dass es recht spät einsetzt. Das ist der Grund, warum ich am Anfang auch hier den hier gemacht habe. Oh, ja, Mann, Unterschluss. Es wird erst während dem Kauen schlimm. Welchen willst du nehmen? Ich weiß nicht, die hier sieht halt wirklich aus wie eine echte Bohne irgendwie, gell? Die sieht aus wie eine echte Bohne und die sieht aus wie... Eine Jellybean. Eine Jellybean. Weiß es nicht, ich habe Angst. Ich weiß auch nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich glaube, das ist die scharfe, Mann. Die letzte, die ich hatte, die war so glänzend auch. Ich habe wirklich Angst. Oh Mann, okay, alles gut. Wir essen die jetzt. Wir legen los. 3, 2, 1, go. Ich hab die Habanero. Oh. Aber... Das schmeckt nach Kiwi. Die hier schmeckt mehr nach Paprika und ist nicht so scharf. Ah, doch, sie ist schon scharf. Doch, sie ist schon scharf. Aber ich muss sagen, die erste... Oh nee, warte mal, das ist jetzt voll eigen gerade. Guck's aus, wenn es zu viel wird. Oh, was? Nein. Weißt du noch die eine Folge, wo du damals bei Abbeißen oder Ablecken bei der Habanero abbeißen musstest? Ja. Genauso schmeckt das hier. Das riecht ja auch übel nach Jalapeno. Alter, das riecht mega nach Jalapeno. Es schmeckt auch genauso wie Jalapeno. Mhm. Es ist richtig scharf, das aber Problem es ist auch jetzt, dass du jetzt schon die zwei niedrigsten Stufen hattest. Weil alles, was jetzt kommt, kann ich umbringen. Ja, jetzt kommt schlimmere Sachen. Mhm. Also wir hatten jetzt Sriracha als erste Stufe. Als zweite Stufe hatten wir jetzt Jalapeno. Und jetzt kommt die dritte Stufe. Das sieht dumm aus. Ja, das sieht tödlich aus, Mann. Alter, die sehen beide richtig tödlich aus. Ey, die sieht halt legit aus wie so eine echte Bohne wieder, gell? Guck mal, die sieht halt legit aus wie eine echte Lima-Bohne. Also pass auf, wir haben hier einmal diese Bohne. Die ist ein bisschen heller. Mhm. Und die hier sieht einfach aus wie scharfe Chili-Paste. Sieht aus wie scharfe Kacke. Ich mache Umkehrpsychologie und ich nehme die schärfer aussieht. Wahrscheinlich ist es sogar so, weil ich habe eben nämlich die gehabt, die schärfer aussah. Ich nehme jetzt auch immer die schärfer aussieht. Ja. Yeah. Nimm deine Bohne. Gib mir dein Handy, ich hab sein Handy. Riecht nach nichts. Meiner auch nicht. Bereit? 3, 2, 1, go. Oh! Oh mein Gott, ich habe endlich mal nichts Scharfes bekommen, aber meine schmeckt voll eklig. Bäh, Lakritze. Oh.
ist scharf. Du hast jetzt die dritte Stufe bekommen. Wie fühlst du dich? Kann ich das ausspucken, bitte? Nein, du musst doch essen. Okay. Das ist doch die Schärfe-Challenge. Hast du es geschafft? Die Umkehrpsychologie. Ich hatte, glaube ich, gerade Schokolade. Ey, wollt ihr ein ganz kleines? Es brennt hier auch übelst. Willst du ein bisschen Milch trinken? Oder hältst du durch? Ich hab den schärfsten Lutscher der Welt schon gelutscht. Aber jetzt kommen noch zwei weitere Stufen, ne, die uns zum Glück bringen werden. Dementsprechend, Leute, haltet euch gespannt. Es geht weiter. Oh nein, ich seh's jetzt schon kommen. Okay. Boah, Junge, das hört doch nicht auf zu brennen, gell? Yahoo! Also, Heue! Wir haben eine, die ist so ein bisschen pink. Mhm. Und eine, die ist so... Was ist das überhaupt? Wack. Das sieht nach Tod aus. Rede schneller, ich muss sie jetzt essen, damit die Schärfe nicht noch schlimmer wird. Ich bin mir nicht sicher, welches ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Das hier sieht so freundlich aus, aber das ist nicht gefährlich. Aber guck mal, die sieht freundlich aus, aber auf dem roten Teller, das ist so... Okay. Willst du auswählen? Ja, ich nehm die freundliche. Nimmst du die freundliche? Nein, obwohl ich weiß nicht. Ich habe eben auch die freundliche genommen. Ich nehm die hier. Na! Ja, gut. Okay. Okay. Ich habe Angst, Mann. Digga, ich glaube, meine ist die scharfe. Okay. Dieses kleine Ding killt uns jetzt. Das ist die vorletzte Stufe gerade. 3, 2, 1. Okay. Oh, Kacke. Oh, ja. Kacke. Oh, Mann. Schmeckt richtig geil. Oh, es ist widerlich, Alter. Bäh. Nein, das ist scharf. Boah, es ist widerlich. Jetzt ein Schluck Mille. Nee, das ist nicht scharf, das ist überwiderlich. Bäh. Aber ist okay. Ist okay. Aber ich kann es noch aushalten. Das ist schon widerlich. Aber es ist auch echt scharf. Aber ich habe Angst vor der letzten Runde. Was? Ich hole einfach Joe, weil dann muss ich die nicht essen. Joe, kannst du das für mich bitte essen? Joe, wir sind auf der letzten Stufe ganz oben angekommen. Und Joe... Ja, Mann, was geht? ...ist der neue Ersatz für Lars, weil Lars ist jetzt gerade im Bad und muss gerade weinen. Okay, um das einfach mal... Also die hier kannst du ja kaum sehen, weil die rot auf rot ist. Aber hier sieht man es perfekt. Die sind beide... tiefrot. Und das hier ist die Stufe Carolina Reaper. Okay. Die schärfste von allen Bohnen hier, Joe. Ja, Mann, voll scharf. Verschärft. Einer von uns wird jetzt sterben. Ja, egal, Mann. Das ist die schärfste von allen, Mann. Willst du es länger oder kürzer? Oh, nice. Ah. Wie lang willst du es haben? Mach mal lang. Richtig lang? Ja, Mann. Okay, warte. Das spritzt doch dann überall hin. Nee, das wird jetzt extrem lang. Sehen Sie her! Währenddessen du hier gerade so tanzt. Was passiert eigentlich in diesen Videos die ganze Zeit, gell? Du hast einfach inzwischen deine Haare schon gewechselt. Wen meinst du, Mann? Oh. Soll ich mal machen? Ist sogar voll schäumig. Nein, Joe. Wer nimmt welche Bohne? Eine Bohne entscheidet über alles. Leben oder Brot. Die sehen exakt gleich aus. Ja. Ich weiß wirklich nicht welche. Bei den anderen hätte ich mir ein bisschen erahnen können, welche es ist. Aber hier weiß ich es gar nicht. Ich kann das nicht, Mann. Ja, Mann. Verschärft, oder? Vorverschärft. Okay, gut. Hauen wir uns die jetzt einfach rein. Komm, lass Cheers machen, oder? Los. Ja! Yeah! Yeah. Nein! Ich hab Himbeere! Oh mein Gott. Ist die scharf? Oh, Junge, der riecht nach Pfeffer aus dem Mund! Oh mein Gott! Joe, halt den Kopf oben. Das ist voll krass, Mann. Du bist voll rot geworden. Warm hier. Irgendwas Schluck Milch. Haben wir noch eine scharfe? Ich will auch die schärfste haben. Aua. Das tut richtig weh im Mund. Aha. Ist die so scharf, Mann? Das tut richtig weh im Mund. Oh mein Gott. Alter. Oh. Ich schmecke doch immer noch Pfeffer. Boah, das tut richtig weh. Boah, Junge. Die ist schon deutlich schärfer als die anderen. Ja, meine Zunge ist so Eier. Das schmeckt gar nicht so lecker. Oh, das tut richtig weh. Oh, das hat richtig... Oh. Hier kannst du das sehen.
Das Alter, das hört gar nicht mehr auf zu brennen. Alter! Das tut richtig weh sogar. Hä, die Milch bringt gar nichts. Ey, warum ist diese voll viel schlimmer als die anderen? Mach es nicht. Diese letzte Bowl. Die letzte Bowl ist gar nicht gut. Ich kann nicht reden. Geht nicht. Digga, das ist zu hart. Boah, das tut richtig weh. Oh, ich hab irgendwie die anderen Bohnen. Das war okay. Aber diese letzte, ich hab... Tut mir leid, Mann. Ja, okay, Leute, wir sehen uns mal. Haut ein Abo rein und sowas. Ich wüsste Bescheid, ich muss gehen, Alter. Kann ich mehr. Peace.